Aus dem Jahr 1907 gibt es wenige Landschaften dieser herausragenden Qualität von Erich Heckel. Heckel, damals erst 24 Jahre alt, trifft in dem kleinen Fischerdorf Dangast ein und tatsächlich wird dieser kleine Ort am Meer zu seinem ersten Malerparadies. Als künstlerischer Autodidakt und studierter Architekt fühlt er sich in dieser Umgebung wahrlich inspiriert und überträgt seinen rauschhaften inneren Antrieb auf seine Kunst. Die Bilder von Heckel und seinem Künstlerfreund Karl Schmidt-Rottloff, die zwischen 1907 und 1912 in Dangast und Umgebung entstehen, gehören zu den großartigsten Landschaftsdarstellungen des deutschen Expressionismus. Heckels Pinselduktus erinnert stark an den kraftvollen Postimpressionismus eines Vincent van Goghs, doch die aus ungemischten Primärtönen abgeleitete Farbigkeit entspricht bereits weit eher den Farbrevolten der französischen Fauve. Heckels Malweise verwandelt die Farboberfläche des Bildes in ein dynamisches Kraftfeld. So entsteht eine Atmosphäre voller künstlerischer Leidenschaft und Spontanität. Sein Künstlerfreund Karl Schmidt-Rottloff, mit dem Heckel intensiv in Dangast zusammenarbeitet, schreibt zwei Jahre nach Entstehen unseres Gemäldes an den Kunstsammler und Kritiker Gustav Schiefler: Es ist unglaublich, wie stark man die Farben hier findet. Eine Intensität fast zu scharf für die Augen. Dabei sind die Farbakkorde von großer Einfachheit. Malen kann hier eigentlich nur heißen, Verzicht leisten vor der Natur. Und es an der richtigen Stelle zu tun, ist vielleicht die Definition von Kunst.